Die Videospielunkel. Die einzige regelmäßig erscheinende Telespiele-Hördateiensammlung im gesamten deutschsprachigen Hochgeschwindigkeitsnetz. Und hier sind die beiden mit den dicksten Joysticks. Der Frankster und Keoma 02. Jetzt heißt es nur noch einen Monat warten, dann ist es soweit. Hallo, hier ist die Videospielunke, hier sind Frankster und Keoma 02 und wir reden heute über den, ja, wie möchte man ihn nennen? Super Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Mini, Super Nintendo Classic. Keoma 02, hilf mir doch mal. Ich glaube, er wird mal gelistet als Super Nintendo Mini, also SNES Mini. Also das Classic ist quasi nur den klassischen Spielen zu verdanken. Ich glaube ja. Ja, insgesamt werden 21 Spiele installiert und emuliert sein. Hast du dir letztes Jahr den NES Classic Mini, also den Mini Classic, also den normalen Nintendo zulegen können oder warst du nicht unter den Glücklichen? Ich war leider nicht unter den Glücklichen. Ich gehörte leider auch zu jener Gruppe, die gedacht hatte, ach mein Gott, das wird Nintendo schon in so großer Anzahl produzieren. Die wären ja verrückt, wenn sie das nicht tun würden. Das Ding ist doch eine absolute Cash-Cow. Da habe ich Zeit. Das hole ich mir demnächst. Ja, scheiße war gewesen. Ist nicht mehr. Das könnte ich heutzutage zu Apothekerpreisen von 200 Euro aufwärts im Gebrauch noch bekommen. Oder von mir ist noch neu verpackt im günstigsten Fall. Aber im Kern, das ist abgefahren dazu. Ich muss sagen, da bin ich auch etwas überrascht gewesen von der Produktpolitik von Nintendo. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen dürfen, weil Nintendo von ihren Entscheidungen her oder von, kann man ihr, ist es die Nintendo, egal, in den letzten Jahren einige wirklich zweifelhafte Dinge eingeleitet hat. Ja, ich könnte mir so ein bisschen in den Arsch beißen, weil ich hatte mehrfach die Gelegenheit, mir den NES Mini damals zuzulegen. Also A, habe ich mitbekommen, wie man ihn bestellen konnte, habe ihn nicht bestellt. Ich stand zweimal in meinem lokalen Saturn vor dem NES Mini und habe ihn nicht mitgenommen. Ach. Also von daher selbst schuld. Wer hätte denn, wer denn drauf gekommen, dass Nintendo das Ding komplett einstellt, obwohl das Interesse noch da war? Also Wir nicht, ansonsten hätten wir es ja. Ja, Chance. Also ich fand jetzt den NES Mini noch nicht mal so kaufenswert wegen den Spielen oder wegen dem Gerät. Ich hätte es vielleicht noch nicht mal aufgebaut, aber ich hätte es in den Keller gesteckt oder irgendwann teuer verkauft, ne? Also ganz ehrlich gesagt, das stimmt auch. Also wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich glaube ich sogar zwei gekauft. Das klingt gemein natürlich, aber einen, um damit zu spielen und einen, um das Ding richtig teuer zu verticken und damit die Kohle wieder drin zu haben für den ersten. Ganz klar. Damit dürfte auch klar sein, mit wem ihr es hier zu tun habt, nämlich mit zwei hausgemachten Arschlöchern. Ja, genau. Mit einem moralisch völlig verkommenen Gamer. Ja, das passt ja. Deswegen sind wir auch in der Videospielunke und nicht bei Rocket Beans, wo ja. Nur Heilige mit Heiligenschein durch die Gegend großartige bleiben. Menschen zielen unserer Rasse. Ja, anders ist es jetzt beim Super Nintendo Classic. Ich sehe hier immer Classic und Mini. Ich sage einfach der SNES Classic Mini. Ja, passt schon. Oder wie man als cooler, hipper Jugendlicher sagt, der SNES. Ja? Der SNES, ja. Der SNES. Sowohl du als auch meine Wenigkeit hatten die Gelegenheit, das Ding sofort zu bestellen. Also dementsprechend sind wir diesmal auf der sicheren Seite. Ende September halten sowohl du als auch ich ihn in unseren Händen und wir werden ihn auspacken und auch nutzen, weil es ist... Sag das mal noch nicht. Nein? Sag mal. Lieber noch nicht. Wir alle kennen ja Nintendo und denen ist auch völlig scheißegal, wenn sie mit Amazon zu tun haben. Irgendwann kommt dann vielleicht doch noch die Meldung, ja, wir hatten 1 Million bestellt, wir haben 30 bekommen. Irgendwie sowas. Aber Nintendo hat ja auch gesagt, es werden diesmal wesentlich mehr Geräte produziert ja, als noch bei... Ja, das ist, Frank, es ist Nintendo. Naja. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall noch fühlen wir uns mehr oder minder, oder zumindest ich fühle mich mehr oder minder auf der sicheren Seite. Es ist ein, bereits der Super Nintendo damals war ein richtig tolles Gerät. Es war oder ist nach wie vor eine meiner absoluten Lieblings-Videospielkonsolen. Und wenn ich an meine Videospieljugend zurückdenke, dann denke ich erstaunlicherweise, ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht, in erster Linie wirklich noch an den NES. Was dann umso unverständlicher ist, dass ich mir damals den NES Classic Mini nicht gekauft habe, aber in zweiter Linie dann direkt an den Super Nintendo. Also NES, Super Nintendo und Game Boy, das waren quasi die drei Videospielkonsolen meiner Kindheit. Bei dir? Das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit, wenn du so möchtest. Ja,
Ne? Ja, das Nintendo Entertainment System habe ich damals ausgelassen. Eine Freundin von mir hatte einen gehabt, deswegen habe ich da manchmal gespielt. Hatte ich einfach nicht, was soll's. Ich glaube, ich hatte sogar, lass mich lügen, hatte ich den Gameboy vielleicht sogar noch vor dem SNES gehabt? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr so genau. Auf alle Fälle, Super Nintendo und Gameboy, das sind so bei mir die beiden großen Konsolen meiner Kinder- und Jugendzeit. Danach kam dann halt eine ganz lange unkonsolige Zeit, bis ich dann irgendwann mit der PlayStation 2 wieder eingestiegen bin. Also PlayStation 2 ist auch noch so ein Stück weit Konsole der Jugend. Das heißt, die PlayStation 1 hast du ausgelassen? Die hatte ich ausgelassen. Die habe ich mir irgendwie mal, die hatte ich mir ein paar Mal ausgeliehen aus der Videothek, aber ich habe sie nie besessen. Ist auch faszinierend, dass die heutige Generation, die ja wahrscheinlich schon gar keine Videotheken mehr kennt, sich auch gar nicht vorstellen kann, dass man sich eine Konsole ausleiht, ne? Da ist man halt hingegangen, hat 100 Mark, glaube ich, hinterlegt als Pfand, falls das Ding kaputt geht. Und dann hat man sich halt eine Konsole ausleihen können. Hab nie verstanden, warum man einfach nur 100 Euro hinterlegt. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich angekommen wäre und gesagt hätte, ja, nee, ist explodiert. Habe ich nicht mehr. Habe ich gleich alles weggeworfen. Aber ihr habt 100 Euro. Tschüss. Dann hättest du vielleicht noch Teile von der Konsole als Beweis mitbringen müssen. Kein Ding. Hier, die Schraube, die blieb übrig. Ja, vielleicht hat das ja auch der ein oder andere getan. Wer wahrscheinlich. Weiß. Wer weiß. Von den Spielen, die jetzt mit der SNES Classic, mit der SNES Mini veröffentlicht werden, hattest du davon welche selber oder was waren denn deine Super Nintendo-Spiele? Ich hatte eine Menge Super Nintendo-Spiele, aber die jetzt echt sagen zu können, welche ich alle hatte, Gott bewahre, weiß nicht, ich habe die Standards wohl so ziemlich alle gehabt. Also sprich, F-Zero hatte ich, dann hatte ich hier, sag ich, natürlich, Super Mario World, das war ja beigelegt, wenn ich recht entsinne. Dann Zelda, Link to the Past. Ich erinnere mich. Nee, also das ist auch so eine ganz tragische Kiste. Als Kind war ich immens ungeduldig. Und selbst so ein Meisterwerk wie Zelda Link to the Past, ich glaube, ich habe es im vergleichsweise relativ schnell einfach auch wieder zur Seite gelegt, weil ich einfach keinen Bock hatte, die ganze Welt zu erforschen. Bin ich ganz ehrlich. So war ich halt früher drauf. Naja. Dann, ich hatte das Shadowrun-Spiel gehabt auf dem Super Nintendo. Das war cool gewesen. Shadowrun? Okay. Habe ich ja auch nur von gehört, habe ich leider nie gespielt. Das war richtig cool gewesen, meine Erinnerung. Ich hatte das Star Trek The Next Generation Spiel gehabt, das weiß ich noch. Das soll ja das gar nicht mal so gut gewesen sein, oder? Ich meine, ich glaube, ich fand es damals ganz gut, daran erinnere ich mich. Ich habe jetzt gerade keine Wertung im Kopf. Ich denke nur immer gerade in Bezug auf die 90er Jahre und an Lizenzspiele, da kann man trifft man zu 90% ins Schwarze, wenn man sagt, ach, das soll ja gar nicht so gut gewesen sein, weil nun mal Lizenzspiel. In meiner Erinnerung war es gut gewesen. Okay. Und dann noch eine ganze Menge andere Spiele, an die ich mich jetzt aber echt ums Verrecken nicht mehr erinnern kann. Das Indiana Jones Spiel. Indiana Jones Greatest Adventures, das hatte ich noch, das war gut. Das soll richtig gut gewesen sein, ja? Das quasi Jump and Peitsch Spiel, um es mal so exakt, auszudrücken. Exakt, mit allen, wo alle drei Filme drin vorkamen. Ja, das war quasi so, nachdem sie die Star Wars Filme durch hatten, Super Star Wars hatte ich übrigens, das war ein richtig geiles Spiel, kam dann irgendwann das Indiana Jones Spiel und das war auch richtig gut. Also überhaupt diese LucasArts Spiele, ich glaube Factor 5 hat die gemacht, also auch das Indiana Jones Spiel. Die waren generell alle sehr gelungen, toller Soundtrack, tolle Atmosphäre, tolle Spielbarkeit, war schon eine richtig geile Zeit damals. Was? Dieses Look and Feel, was du mit den Videospielen damals hast. Also ich kriege immer noch so eine leichte Gänsehaut, wenn ich an die Zeit jetzt beispielsweise zurückdenke, wo ich vor meinem kleinen Fernseher hockte und Zelda Link to the Past gespielt habe. Übrigens auch nicht durchgepackt, noch nicht mal ansatzweise durchgespielt. Da war ich auch viel zu ungeduldig oder das Spiel war mir dann irgendwann zu umfangreich. Aber ich sage auch immer, man muss Spiele ja nicht durchgespielt haben, um das Feel, um das Feeling einzufangen. Und dieses Feeling, diese Atmosphäre, dieser grandiose Soundtrack, diese tollen Soundeffekte, diese liebevolle Grafik, das ist etwas, was sehr, 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 sehr viele Super Nintendo-Spiele auszeichnet. Und ich freue mich schon, viele Spiele, die ich vielleicht im Laufe der Jahre dann doch mal wieder angezockt habe durch diverse Emulatoren, also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber hätte anzocken können, dass ich die dann nochmal auf dem Fernseher erlebe und vielleicht nochmal so ein ähnliches oder vielleicht zumindest eine nostalgische
Grundstimmung verfalle, wenn ich das Ganze dann wieder vor dem Fernseher spiele. Also es ist nicht so, um es mal so zu sagen, dass ich kein Super Nintendo mehr hätte. Ich habe vor einigen Jahren wieder ein Geschenk bekommen von meinem Bruder und ich habe auch einige Spiele, auch einige, die jetzt in der Liste auftauchen für den Super Nintendo Classic. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf das Gerät und weil da auch einige Spiele dabei sind, wenn du die jetzt für Super Nintendo so gebraucht wieder dazu kaufen würdest, würdest du locker über den Preis von diesem kleinen Gerät kommen. Als eine Freundin von mir, die halt noch ein Super Nintendo, was ich zu Hause stehen hatte, meinte, sie zieht jetzt um und sie spielt damit ja nicht mehr, sie wirft es weg, hat sich gemeint, bist du denn das Wahnsinn, dann gib ihn doch mir. Mhm. Und seitdem habe ich auch ein Super Nintendo hier stehen und ja, nur zwei Spiele dafür allerdings hier. Und zwar natürlich den Standard Super Mario World. Mhm. Und geht aber immer wieder. Und ja, und Aladdin. Aladdin war großartig. Genau, allein das habe ich noch hier. Also Disney-Spiele, es gab ja auch eine ganze Menge guter Disney-Spiele, basiert auf, hier, sag schon, König der Löwen, war auch ganz cool. Das Besondere an Aladdin war ja, es gab ja damals den Konsolenkrieg, Console Wars, Sega gegen Nintendo, darüber werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann in Ausführlichkeit reden. Meistens war es ja so, dass es das gleiche Spiel für beide Konsolen ist und irgendwie auf der einen Konsole sah es besser aus, auf der anderen Konsole hat es vielleicht ein Level mehr oder sonst irgendwas. Aber bei Aladdin war es so, da hattest du zwei unterschiedliche Entwickler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Aladdin sah auf dem Mega Drive wirklich unglaublich toll aus, also so für die damaligen Verhältnisse quasi wie ein Zeichentrickfilm, den du spielst. Allerdings von der Spielbarkeit bei weitem nicht so gut wie das, ich glaube, Capcom oder Konami, von wem Capcom, war das? Capcom hatte die ganzen Disney-Spiele gemacht damals. Genau, von wie das Capcom-Pendant auf dem Super Nintendo. Also das Super Nintendo Aladdin ist ein großartiges Spiel, was es dann wirklich nur so in der Form auf dem Super Nintendo gab, während die Sega Mega Drive-Version von Aladdin dann quasi auch auf schlechter portiert, noch auf Master System, Game Gear und ich glaube sogar eine PC-Adaption gab es damals auch, wenn ich mich richtig erinnere. Also das Super Nintendo Aladdin, das ist schon ja, ganz einzigartig. Ja, und wenn wir schon von Capcom reden, natürlich hat ja auch Street Fighter gehabt auf dem Super Nintendo. Und wenn wir schon von Street Fighter reden, ein Street Fighter 2 Ableger ist auch auf der SNES Mini Classic enthalten. Und zwar Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Ich habe ja schon damals irgendwie nicht so ganz verstanden. Ist eine von diesen Nachfolgern, die dann etwas besser gewesen sind als das Original, dann von der Geschwindigkeit her, oder? Ja, genau. Ich habe schon damals irgendwie nicht verstanden, dass man sich alle 6 Monate wieder das gleiche Spiel neu kaufen konnte. Aber es hat ja damals wohl geklappt. Also Street Fighter 2 kam ja in unzähligen Versionen raus. Das klappt ja auch heute noch. Street Fighter 2 ist ja gerade jetzt wieder für die Switch erschienen. Und so Dödel, die Switch gekauft haben, wie zum Beispiel du, haben sich's gekauft? Nee, das jetzt ehrlich nicht. Wow, ganz im Ernst. Das ist ja mal, also okay, Oma, ich bin stolz auf dich. Ja, allerdings jetzt, wo du es so sagst, ich ja, habe wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Klotzkars hast du dir es wahrscheinlich schon gekauft. Genauso wie Mr. Keoma 02. Oh, für was brauche ich denn Arms? Das ist total, also, Arms. Ich habe mir übrigens Arms gekauft. Arms ist toll. Arms ist super, ist ein super Spiel. Also, ist cool. Kann ich jedem empfehlen. Ach, das bringt mich wieder so richtig auf. Also, ich merke schon, das führt mir hier so ein bisschen auf Lust auf so Beat'em-ups und ich habe mir so Lust mit Street Fighter. Wie war denn damals deine erste Begegnung mit Street Fighter? Ja, ich muss jetzt, Frank, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mal kurz aufhören, ich muss mir Street Fighter bestellen. Kleine Sekunde. Wie war denn deine erste Begegnung mit Street Fighter 2 damals? Oh, ich war voll scheiße. Ich war immer voll scheiße in Beat'em-ups. Ich habe immer verloren. Ganz furchtbar. Warst du nicht gehypt, musstest du das Spiel nicht unbedingt haben? Es war ja damals das Spiel. Das war ein Sommer lang oder ein Jahr lang das Spiel, was jeder haben wollte. Nee, weil ich halt, wie gesagt, bei Beat'em-ups immer scheiße gewesen bin und das deswegen so gar nicht so auf meinem Radar so wirklich gewesen ist, weil ich wusste, ich lose eh nur ab. Also ich war total verliebt in Street Fighter 2. Ich habe das Monate vor der, ich habe es schon mal erzählt, glaube ich, in irgendeiner unserer Podcasts. Monate vorher habe ich das in Spanien, weil in Spanien hat man überall diese Automaten rumstehen gehabt, diese Spielhallen, gerade für Kinder. Habe ich das auf dem Automat gezockt und ich war so begeistert. Ich hatte noch nie so ein geiles Beat'em Up gezockt. Und ich hatte damals noch keinen Super Nintendo, aber mein bester Freund hatte einen. Und wir sind dann in der hat man halt immer Geld gespart und wenn man genug Geld zusammen hatte, ist man halt in die entsprechenden Läden gefahren, hat sich ein Videospiel gekauft. Damals waren das noch Spielzeugläden, die halt nebenbei noch Videospiele führten. Und dann sind wir hier im Ort in den Spielzeugladen gefahren. Er wollte sich eigentlich das Turtles-Spiel holen. Das war allerdings nicht da, aber die hatten Street Fighter 2. Und da habe ich nur gesagt, boah, das ist so geil. Das habe ich in Spanien im Urlaub gespielt. Das musst du dir holen. Und ich glaube, er hat es auch nicht bereut. Oh. Das ist doch schön. Aber stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Spielzeugläden, in Kaufhäusern in diesem Falle. Es gab ja in Berlin, gibt es nicht mehr den Laden, Hertie, also wie die ganzen großen Kaufhäuser mittlerweile den Bach runtergehen. Mhm. Und ja, in den Spielzeugabteilungen, da gab es halt hinten ein Eck und in so Glaskästen, da waren dann immer die Spieleverpackungen aufgebaut. Ja, dass man auch ja nicht rausnehmen konnte, ne? Genau. Ich habe mir sogar, warte mal, ja, ein weiteres Spiel, das mir gerade einfällt, Mask. Du kennst den Jim Carrey-Film The Mask? Aha, ich dachte schon, du meinst jetzt Mask, die Zeichentrickserie. Mask, Defenders, Bestimmt gab es dazu auch ein Videospiel. Es gab jetzt alles ein Videospiel. Aber es gab dazu The Mask von Jim Carrey, gab es auch eine Zeichentrickserie, Adventures of the Mask. Und da gab es dann auch ein Videospiel. Und ich war eine Zeit lang auch wegen der Comics, die ich gesammelt hatte davon, ein riesiger The Mask-Fan und habe mir auch das Videospiel geholt. Das war scheiße. Ja, wollte gerade sagen, das war doch jetzt mal eine richtige Ritze-Rotze-Ratze-Lizenz. Ja, das fand ich, glaube ich, zehn Minuten lang fand ich das richtig geil und danach, dann habe ich festgestellt, ach, nee, so ist es ja gar nicht. aber es hatte damals nur 15 Mark gekostet, das weiß ich noch. Insofern hielt sich der Schmerz in Grenzen. Ja, ich glaube, für 15 Mark, also schon für damalige Verhältnisse war das schon ein guter Preis, also da hat man, konntest halt, keine Ahnung, konntest dir wenigstens ins Regal stellen und hattest ein schönes Bild auf der Cartridge. So schaut's aus. Ich habe mich gerade noch erinnert, also du hast jetzt vorhin gesagt, du hattest so viele Spiele auf dem Super Nintendo, du kannst dich gar nicht mehr dran erinnern, aber nicht jeder war jetzt so ein rotzverzogenes Kind aus reicher Familie, so wie du, der sich alle möglichen Spiele leisten konnte. Ich hatte zwar irgendwann dann später hinaus einen Super Nintendo, den ich mir hart zusammensparen musste und durch Ferienjobs und bla etc. Und aber dementsprechend insgesamt, glaube ich, nur 5 oder 7 Spiele. Und dein einziges anderes Spielzeug war der Socke, mit dem du geredet hast, oder was? Ja, das tue ich auch heute noch. Sie heißt Mel. Nein. Und zu meinen Lieblingsspielen oder zu den Spielen, die ich hatte, neben Zelda und Super Mario World, was natürlich jeder hatte, weil damals wurde der System Seller noch beigelegt. Schönere Zeiten waren das damals. Jurassic Park hatte ich. Hattest du Jurassic Park? Das hatte ich auf dem Computer gehabt. Das war, glaube ich, fast das gleiche Spiel. Ja, auf dem Amiga war es, glaube ich, das gleiche. Genau, dann habe ich es da gehabt. Also von der Vogelperspektive von oben. Genau. Aber das war auch sehr atmosphärisch, das war auch sehr cool und hatte halt insbesondere auf dem Super Nintendo, der Super Nintendo hatte ja den besseren Soundchip, also was die Musik angeht, eine unglaublich coole Mucke. Also geil. Woran ich mich auch noch erinnere, das war zwar nicht mein eigenes, das hatte ich mir dann ausgeliehen. Damals ist man ja auch gerne in die Videotheken und hat sich Spiele ausgeliehen, nicht nur Videospielkonsolen. Rock'n'Roll Racing. Habe ich immer noch die geilsten Erinnerungen dran. Das war quasi ein indirekter Nachfolger von der RC Pro-M Serie auf dem Nintendo damals. Das war ein tolles Rennspiel. Das war genial. Ja, Rennspiele sind auch eher nie so mein Ding gewesen. F-Zero war da echt die Ausnahme gewesen. Mario Kart hast du nicht gezockt? Nee, ich habe tatsächlich das erste Mario Kart habe ich nie gespielt. Echt nicht? Also das war doch ein Garant für Stunden im Freundeskreis. Da hat man sich doch quasi gekloppt. Ja, okay. Na, dann. Ja, nicht viel anders zu heute, oder? Nein, stimmt. Dann hast du halt wieder niemanden, mit dem du jetzt mit deinem neuen SNES Classic Mini Mario Kart zocken können wirst, weil Mario Kart ist ja diesmal enthalten. Ja. Ich habe dann Mario Kart viele Jahre später mit dem mittlerweile irgendwie verschollenen Schrummergott mal gespielt. Auf der Wii habe ich es dann gespielt. Virtual Console, wenn du so willst. Hab voll abgelost, komplett. Komm auf die Steuerung gar nicht klar. Die ist irgendwie richtig scheiße heutzutage. Also Mario Kart 1 ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Muss man ganz klar zu sagen. Gehen wir mal, bevor wir jetzt ewig hin und her springen, mal die Liste chronologisch alphabetisch durch. Also angefangen mit Contra 3, The Alien Wars, kam hier in Europa, du erinnerst dich bestimmt noch unter Super Protector heraus, Alien Rebels. Die ganze Reihe hieß ja, also auch schon Contra auf dem NES, hieß ja bei uns Protector, da wurden aus Söldnern Roboter gemacht, weil Söldner, die Menschen erschießen, sind ja wesentlich blutrünstiger als Roboter, die Roboter erschießen. Da bin ich erstmal interessiert, wie sie das jetzt machen werden. Ist die Indizierung aufgehoben? Können die das einfach so rausbringen? Können sie einfach so rausbringen, weil ich glaube, auf dem NES Mini, auf dem NES Classic war ja auch entweder Protector 1 oder 2 als Contra drauf. Ach nee, Quatsch, okay, sorry. Ne? War sogar noch ganz anders auf dem NES Mini. Es gab, das habe ich damals gar nicht mitbekommen, eine eigene Version von Contra 3. Also es ist quasi das gleiche Spiel wie Super Protector, nur sehr abgemagert für NES-Verhältnisse. War auf dem NES, auf dem letzten NES war das drauf als Contra. Okay.
Das hat man hier in Europa gar nicht mitbekommen damals, weil das Contra in der Form, wie wir es jetzt halt kennen, war jetzt bei uns auch Super Pro Protector. Ich weiß gar nicht, ob die Contra-Version, die jetzt auf dem NES Mini drauf war, überhaupt hier in Deutschland erschienen, das weiß ich gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall Contra heißen, also wir bekommen keine extra Anpassung, das wird nicht der Fall sein. Gut, dann mal abwarten, was da auf den Chrome kommt. Weil das wäre eine Gefahr gewesen, ich hätte so sehen können, weil wenn das Spiel hierzulande in Anführungszeichen zensiert oder gar indiziert ist, das weiß ich ja gar nicht. Das wäre es ja auch, Nintendo bringt irgendwie eine Kinderkonsole in Anführungszeichen raus und dann wird das Ding gleich weggekascht. Ah, mal davon abgesehen, heutzutage wird das ja gar nicht mehr so eng gesehen, weil das, was damals als brutal galt, ist ja heute Pipifax, ne? Ja, River Raid. Ich sag nur River Raid. Kennst du River Raid? Ja. Kenne ich. Habe ich sogar damals auf dem Automaten gezockt. Ich hatte es auf dem C64er gehabt und mir war nie klar gewesen, dass das Spiel wohl irgendwie eines der ersten indizierten oder sogar das erste indizierte Spiel gewesen ist. Weil kriegsverherrlichend und so ein Kram. Unglaublich. Na gut, okay. Zurück zum SNES Classic. Außerdem dabei Donkey Kong Country. Hast du das damals gezockt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, ja, doch, ja, das hatte ich sogar. Das war schon zum Ende hin des Super Nintendo, wo die ganzen Leute schon auf die Next-Generation-Konsolen geschielt haben, hat Nintendo dann plötzlich nochmal einen Kracher rausgehauen. Ich weiß noch, wie das damals war. Alle dachten, als die ersten Screenshots veröffentlicht wurden von Donkey Kong Country, das wäre von der Nachfolgekonsole des Super Nintendos. Weil man hat dem Super Nintendo, und das kann man heute vielleicht gar nicht mehr verstehen, wenn man die Screenshots, also wenn man das Spiel vor sich sieht, man hat dem Super Nintendo nicht zugetraut, dass es in der Lage wäre, diese Grafiken, dieses Spiel so darzustellen, wie es dargestellt wird. Also für die damaligen Verhältnisse war Donkey Kong Country quasi der absolute Wow-Effekt. Man hat sich nicht vorstellen können, dass auf einer 16-Bit-Konsole oder meinetwegen auf einer 32-Bit-Konsole so ein Spiel so aussehen könnte. Und das weiß ich noch, das war so zum Ende hin des Super Nintendos, hat damals alle überrascht, oder das beginnende Ende war das noch einer der letzten großen Riesenerfolge. Was war denn eigentlich das letzte Spiel gewesen, was rauskam auf dem SNES? War das Yoshi's Ding gewesen, Yoshi's Island? Ach, das letzte große vielleicht. Kioma, das letzte große Spiel, was da auf dem SNES rausgekommen ist, beziehungsweise rauskommen wird, ist Star Fox 2. Ah. Ja, weil das ist ja jetzt auf der Konsole enthalten. Das ist ja quasi die Erstveröffentlichung. Ah. Hast du so gar nicht gewusst? Ich habe Star Fox nicht gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob Star Fox bei uns Star Wing hieß oder in der restlichen Welt Star Wing und nur bei uns Star Fox, irgendwas war da. Nee, es wird wahrscheinlich bei uns Star Wing gehießen haben und weil wir ja jetzt keine, ja, europäischer Titel war Star Wing, ich sehe das gerade, kommt bei uns jetzt auch als Star Fox raus, also auf der SNES Mini Star Fox 1 und Star Fox 2. Star Fox 2 ist deswegen eine Besonderheit, weil Star Fox 2 ist offiziell nie erschienen. Es gab zwar wohl eine ROM, eine nicht fertiggestellte Version von Star Fox 2, die im Netz kursiert, die allerdings nicht abgeschlossen, nicht fertig war. Also man vermutet, dass Nintendo da jetzt nochmal Hand angelegt hat, das Spiel fertig gemacht hat. Und jetzt kommt es quasi erstmalig zum Release, also zum offiziellen echten Release auf der Nintendo Classic Mini Super Nintendo. Wir sollten uns echt mal auf den Begriff auf dem Super Nintendo. Sagen wir einfach auf dem Super Nintendo. Es gibt ja keinen Super Nintendo sonst mehr. Auf dem Super Nintendo. Also mit diesem Package wird es jetzt erstmalig released. Du hattest damals nicht Starwing? Nee. Warum nicht? Also das war doch wirklich so gehypt, also auch Fernsehwerbung mäßig. Hast du da überhaupt keinen Bock drauf? Nee, also es gibt halt zwei Genres, in denen ich immer, die mich irgendwie nie so ganz gepackt haben. Das sind Autorennspiele und Simulation. Jetzt ist Star Wing, Star Fox jetzt ja keine Simulation im eigentlichen Sinne. Da geht es ja nicht darum, dass du minutiös irgendwelche Sachen hoch und runter schaltest. Aber es war halt herumgefliege und damit war es eine Simulation. Die ersten Simulationen, die ich dann irgendwann wirklich halbwegs begeistert gespielt habe, war dann wieder auf dem Computer Wing Commander oder halt die X-Wing-Reihe. Okay. Was mir gerade erst auffällt, und da bin ich schon fast so ein bisschen schockiert, aber ich glaube, das war dann wohl auch kein Nintendo-Only-Titel, beziehungsweise nichts, was sie jetzt Mega Man X war jetzt auch kein reiner Nintendo, es sind ja nicht nur reine Nintendo-Titel drauf, aber was mir jetzt wirklich in der Liste fehlt, und das fällt mir jetzt erstmal auf, war einer der mehr oder minder Launch-Titel, zumindest für den SNES-Start damals hier bei uns in Deutschland, X-Lay, kannst du dich daran erinnern?
Exelay? Nee. Du bist mit einem Raumschiff geflogen und konntest quasi mit den L- und R-Tasten konntest du lenken, wie die Raketen verschossen werden sollen. Du konntest quasi so Peitschenbewegungen machen mit deiner Munition so, sozusagen. Und das, also da, dass das nicht dabei ist, enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Na, da muss man wohl doch wieder zu Emulatoren oder zur guten alten, echten Super Nintendo greifen. Also Emulatoren sind ja sowieso böse. Da sind sie natürlich ganz furchtbar, ganz furchtbar. Zwar gehe ich mal davon aus, dass ohne Emulatoren Leute kein Mensch mehr nach diesen ganzen alten Spielen, wo ich schreien würde, aber gut, bitte. Auch dabei Earthbound, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Earthbound kam ja hier auch nie raus und ich glaube, kam in den USA dann auch erstmalig nach Japan durch die Virtual Console raus, oder? Ja, ich glaube, ja, genau, das war da auch. Also es war halt auch vorher über ROMs und so einen ganzen Kram. Nee, warte mal, Blödsinn, Quatsch, nee. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es ist so, in Deutschland kam es nie raus. In Amerika kam Earthbound, da kam es so raus. Allerdings auch schon so, da war das Super Nintendo wohl quasi schon tot gewesen. Das war so einer der letzten Rauswerfer in Amiland gewesen. Das Original, also die heißen ja, in Japan heißen die Spiele ja Mother. Mother, ja. Das erste kam nie raus. Das erlebte seine Premiere in Amerika und auch in Europa auf der Virtual Console und in Europa. Da erlebte Earthbound auf alle Fälle seine Premiere auf der Virtual Console. Schauen wir doch einfach mal nach. Wir haben hier Earthbound Beginnings in Japan veröffentlicht 89, in den USA und in Europa im Juni 2015. Danach kam Mother 2 in Japan veröffentlicht 94, in USA und Kanada 95. Dann wiederum auf der Virtual Console. Mother, es steht jetzt leider nicht für das Betriebssystem. Doch. Also das erste war ein NES-Spiel, das zweite war ein Super Nintendo-Spiel. Somit hat Earthbound einen Release in USA und Kanada bekommen, allerdings nicht hier in Europa. Hier in Europa erst mit der Virtual Console am 18. Juli 2013. Gut, dass wir drüber geredet haben. Und jetzt halt, wie gesagt, auf dem SNES Mini. Also langsam gewöhne ich mich dran, den Super Nintendo SNES zu nennen. Ich fand das immer lächerlich, aber es geht irgendwie leichter von der Zunge. Earthbound habe ich noch nicht gezockt. Dieser indirekte Nachfolger, ich muss gerade mal schauen, es gab doch vor kurzem einen Nachfolger? Nee. Ich dachte, ich hätte ein Spiel gespielt, was so im weitesten Sinne im Mother Universe spielt, aber war es dann wohl doch nicht, wo du Bürgermeister von irgendwas warst. Da müsste ich jetzt lügen, habe ich keine Ahnung, ob es sowas gab. Müsste ich jetzt meinen 3DS rausholen, weil das habe ich auf dem 3DS im Store damals gekauft. Egal. Also Earthbound zum ersten Mal in Europa, zumindest in dieser Form, auf dieser Konsole, Super Nintendo, so wie es gedacht war, enthalten auf dem SNES Mini. Bin ich gespannt, habe ich noch nicht gezockt, werde ich auf jeden Fall zocken. Hat man ja nur Positives von gehört. Hast du es damals auf der Virtual Console gezockt? Nee, ich besitze es auf der Virtual Console, aber da ich ja, wie wir alle wissen, einer von diesen Leuten bin, die das erste Teil spielen möchten. Oh. Hast du dir das gekauft im Wissen, dass du es nicht zocken kannst? Hallo, ich sag's gerade noch, bist du nicht die Person, die ständig irgendwelche Spielepackungen rumzulegen hat und die erst nach 5 Jahren auspackt? Ach, geh Oma. Ja, du nee, das heißt so ja. Süß. Mach mal weiter eine Liste. Final Fantasy 3, japanischer Titel Final Fantasy 6, ist auch enthalten. Hab ich damals nicht gezockt, freue ich mich auch drauf. Ich hab's gezockt, weil ich ja das Original besessen habe, ne, und dann halt später den Emulator. Weil ich ja das Original besaß. Damals, zu dem Zeitpunkt, weißt du? Ach, du bist einer dieser Leute, die sagen, es rechtfertigt den Einsatz eines Emulators, weil ich das Original besitze? Ja, aber natürlich, Frank. Da bist du aber in einer absolut rechtlichen Grauzone, lieber Kioma 02. Das möchte ich dir an dieser Stelle nur mal gesagt haben. Emulatoren sind immer verwerflich. Immer. Natürlich habe ich das auch gleich wieder gelöscht, weil ich ja dann natürlich, dachte, so das Original, wenn ich das Original besitze, muss ich ja nicht Emulator spielen, Frank. Das ist ja Unsinn, nicht wahr? Und demzufolge habe ich dann das Ganze natürlich dann auf meinem amerikanischen Super Famicom habe ich das dann gespielt, weil ich das Spiel besessen habe. Mittlerweile habe ich das nicht mehr, ich habe es ja dann verkauft, ne?
Ich habe jetzt nur noch das Super Nintendo, das Super Famicom habe ich nicht mehr. Demzufolge freue ich mich jetzt auch darauf, dass ich Final Fantasy 6 bzw. Final Fantasy 3 auf dem SNES wieder spielen kann. Das ist nämlich ein Meisterwerk. Das ist immer noch für mich das beste Final Fantasy. Ist so. Ist einfach so. Final Fantasy 3, sage ich jetzt einfach mal einfach ein halber. Fantasy 3 ist für mich das absolute Final Fantasy Meisterwerk. Danach ist danach nichts mehr rangekommen. Vielleicht höchstens noch Teil 7 von mir aus. Sorry, ist so. Ich wollte gerade sagen, für mich ist Final Fantasy 7 das Final Fantasy. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich die vorherigen nicht gespielt habe, beziehungsweise ich habe jetzt gar nicht die Chronologie im Kopf, wie, wann, was umbenannt wurde, warum heißt Teil 6 bei uns Teil 3 und dann hatten wir auch noch Mystic Quest und Mystic Quest war wiederum, ach ja, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Sagen wir es einfach mal so, Final Fantasy 6/3, das ist die Krönung von allem, was vom NES bis halt dann zum Super Nintendo oder Super Famicom halt kam, kulminiert alles in Final Fantasy 3. Final Fantasy 3 ist einer der, ich sag's nochmal ganz kurz, der Klassiker, eines, die man überhaupt spielen kann. So ziemlich mit eines der besten Japano-Rollenspiele überhaupt. Alleine das Ding rechtfertigt im Grunde genommen schon den Kauf fürs SNES Mini. Ist einfach so. Punkt. Ende. Aus. Lustigerweise kannst du das zu ziemlich vielen Spielen sagen auf dem SNES Mini. Also es sind definitiv ganz viele Titel dabei, die den Kauf so oder so rechtfertigen. Ja. F-Zero haben wir ja schon erwähnt, hatte jeder von uns. Also hattest du, hattest ich. Mhm. War ein richtig cooles Rennspiel. Ist auch relativ gut gealtert. Also habe ich jetzt auch auf meinem Super Nintendo hier, also auf meinem echten Super Nintendo, also auf dem Super Nintendo, das groß ist und wo du Kassetten reinstecken kannst. Und spielt sich auch heute noch gut. Also F-Zero ist ein All-Time-Favorite. Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Außerdem mit dabei, das dürfte dich wahrscheinlich sehr, sehr freuen oder würde dich sehr, sehr freuen, Kirby Superstar und Kirby's Dream Course. Ja, das ist sehr schön. Ich bin ja eingestandener Kirby-Fan. Mhm. Ist einer von den beiden Amiibos, die ich mir auch so gekauft habe, weil ich ihn gerne einfach hier stehen haben wollte. Kirby geht immer. In jeder, ziemlich jeder Inkarnation aus dem Pinball-Spiel, die waren scheiße, aber ansonsten Kirby ist toll. Fast alle Spiele von denen. Kirby ist ja so ein bisschen, habe ich mir auch so sagen lassen, so die Experimentierfläche für Nintendo. Wenn halt irgendein Entwickler bei Nintendo so eine schräge Idee hat, aber Nintendo sagt, nee, lass mal, da wollen wir Mario jetzt nicht so ranlassen, weil das könnte die Marke vielleicht so ein bisschen schädigen, dann nehmen sie, glaube ich, ganz gerne Kirby dafür. Wobei jetzt, Habe ich mal so gehört. Nur eins der beiden Kirby-Spiele wohl richtig gut sein. Also Kirby Superstar ist wohl ein klassisches Kirby Jump'n'Run. Und Kirby hatte ich damals leider auch nicht. Kirby's Dream Course ist quasi mehr oder minder Golf mit Kirby. Da bin ich jetzt gar nicht mal so heiß drauf. Aber na gut, man kann ja mal reinzocken. Nee. Ne? Wenn es mit bei ist, klar. Wobei Kirby's Dream Course wohl tatsächlich eigentlich auch ganz gut sein soll, angeblich. Ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich habe es damals nicht gezockt. Ich habe es jetzt in den Jahren nicht nachgeholt. Und wenn ich es eh habe, werde ich es auch zocken. Dann, wir haben schon erwähnt, Legend of Zelda, Link to the Past, muss man nichts weiter zu sagen, ist ein Klassiker. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehöre nicht zu den Hardcore-Jump'n'Run, Jump'n'Baller-Freunden, die jetzt sagen würden, ohne Mega Man wäre meine Videospielerfahrung generell Moppelkotze gewesen. Ich bin nicht so heiß drauf auf Mega Man X, schon alleine vielleicht, weil ich noch nie ein richtiger Videospieler war, in dem Sinne von Hardcore-Gamer. Ich fand die Mega Man-Spiele immer alle viel zu schwer. Ich hatte damals Mega Man 2 auf dem Nintendo, auf dem NES. Das war ein tolles Spiel. Ich hatte auch noch Mega Man auf dem Game Boy, die ersten beiden Teile, die erschienen sind, glaube ich. Aber bin da nie relativ weit gekommen und hatte auch nicht den Drang, weiterzuzocken. Wie sieht's aus? Keoma 02 und Mega Man, warst du Fan? Nee, aber sowas von nicht. Mega Man habe ich dann auf der Virtual Console mal nachgeholt. Ich hasse die Dinger. Da können wir noch so viele Leute sagen, hier Hardcore-Gamer und man muss sich irgendwelche dämlichen Muster einprägen, wie halt die Gegner kommen. Nein, die Spiele sind scheiße unfair. Mega Man-Spiele sind einfach nur verfickt unfair. Und demzufolge, ja, ist schön, dass es mit drauf ist. Brauche ich nicht. Vielleicht spiel's mal kurz an. Ich werde mal reinzocken. Also für damalige Verhältnisse sah es natürlich schon oder sieht auch heute noch relativ gut aus. Gerade wenn man nur die NES- und Gameboy-Spiele gewöhnt ist, ist das natürlich die grafische Weiterentwicklung vom Ganzen und soll ja auch neue Features besitzen. Wie gesagt, ich habe nach Mega Man 2 auf dem NES, beziehungsweise den Gameboy-Titel, den ersten, habe ich einfach nicht weitergezockt, weil
war mir zu frustig. Ne? Also von daher, schön, dass es dabei ist, aber gucken wir mal. Dann, wie gesagt, Star Fox 1 und 2 haben wir ja kurz drüber geredet. Secret of Mana, hast du das damals gezockt? Ich habe den Vorgänger gespielt. Wer war der Vorgänger, Secret of Evermore? Oder verwechsel ich da gerade was? Nee, das war auf dem Game Boy Mystic Quest. Ah, okay, da bringe ich dann doch irgendwie was zusammen. Ich dachte, Mystic Quest wäre irgendein Final Fantasy Teil. Es gab auch einen Final Fantasy Teil, aber der hieß, glaube ich, einfach nur Final Fantasy Mystic Quest. Die Namensgebung waren hier in Deutschland ja relativ absurd. Okay. Aber es gab halt einen ersten Teil und der hieß in Deutschland Mystic Quest und ich wusste über Jahre hinaus nicht, dass das der erste Teil von Secret of Mana gewesen ist. Secret of Mana ist wohl eigentlich der zweite Teil. Okay, aber man muss den Vorgänger nicht gespielt haben, um es zu verstehen, oder? Nee, das muss man bei diesen Japano-Rollenspielen ja, glaube ich, normalerweise so ziemlich nie. Na, das ist ja schon mal nicht schwierig. Also ich habe Secret of Mana damals auch nicht gespielt. Ich habe immer nur sehr, sehr viel Positives davon gehört. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Chrono Trigger noch drauf gewesen wäre. Das ist nicht dabei? Das ist leider nicht dabei. Ja, ich bestell's ab, Frank, sorry. Das, also ganz ehrlich, sowohl beim SNES Mini als auch beim NES Mini ist ja quasi noch Raum für mehr für eine zweite Edition. Mhm. Ich denke, dass wir 2018 erstmal den N64 Classic Mini erhalten werden. Und danach geht's vielleicht wieder mit dem NES Mini 2 los und im Jahr drauf mit dem SNES Mini 2 und danach mit dem N64 Mini 2. Wobei beim N64 bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir da so viele Klassiker hatten, aber das wäre vielleicht mal ein anderes Thema. Ja. Ja, wie gesagt, Secret of Mana dabei, da bin ich, das ist einer der Titel, wo ich richtig fickelig drauf bin, also das werde ich definitiv zocken und da freue ich mich schon richtig drauf, also auch auf Final Fantasy 3 freue mich auf Earthbound. Also das Ding wird allein schon für in Spielstunden gemessen, das hat sich schon komplett den ganzen Preis wieder eingespielt. Dann Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting haben wir ja drüber berichtet bzw. geredet. Einer der unzähligen Nachfolger vom damaligen Street Fighter 2. Die Steigerung wäre dann, glaube ich, noch Super Street Fighter 2 Turbo Hyper, bla, ach, keine Ahnung, was da noch möglich ist. Super Castlevania 4 hatte ich persönlich nicht, hatte mein bester Freund damals, fand ich richtig, richtig geil. Ist zwar auch eins dieser Metroidvania-Spiele, die ich im Grunde genommen viel zu schwer finde und teilweise unfair, vielleicht nicht so krass wie bei Mega Man, aber unheimlich atmosphärisch, unheimlich geil und Keoma, diesmal will ich es angehen, vielleicht durchzupacken. Ich kenne die ersten drei Castlevania-Teile auf dem NES, noch. Ich habe die auf dem Super Nintendo nie gespielt. Nee, echt nicht? Nee. Also die auf dem NES, die finde ich toll. Den ersten habe ich halt bei besagter Freundin, die anderen beiden dann auf der Virtual Console. Ich mag die Reihe. Demzufolge gute Gelegenheit, Super Castlevania 4 dann mal zu spielen. Ja, dann ist vielleicht jetzt auch die Zeit gekommen. Also wie gesagt, vom Handling, vom Feeling, vom Look, vom Feel, von der Musik, es ist ein tolles Spiel. Es ist ein richtig tolles Spiel. Dann haben wir noch Super Golden Ghosts. Das würde mich wundern, wenn du sagst, okay, da bin ich heiß drauf, das will ich durchspielen, weil da musst du schon wirklich hardcore sein. Also Super Golden Ghosts, überhaupt die Golden Ghosts-Reihe durchzuspielen, ich glaube, das ist Mega Man mal 10. Ja, ist es. Ist es hierzulande eher bekannt als Ghosts'n Goblins, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, ja. War ich damals total verliebt, auch durch Automat. Ich war so, also wo immer ich war, früher war es ja in Gaststätten, in Lokalitäten noch der Fall, dass neben dem Billardtisch noch ein oder zwei Automaten und ein Pinballautomat rumstanden. Ja. Und in einem dieser Lokalitäten, wo ich öfters mal als Kind, als Jugendlicher war, war halt auch ein Automat. Und wo mehrere Spiele, ich weiß gar nicht, wie die das realisiert haben, per Knopfdruck konnte der Besitzer dann quasi umschalten zwischen den Spielen. Und unter anderem war da Super Ghost, also nicht Super Ghost, sondern Golden Ghost, Ghosts'n Goblins. Ghosts'n Goblins hieß es, glaube ich, in der Automatenversion. Und ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe da Taschengeld reingesteckt, noch und nöcher. Es ist schallschwer, du kannst es einfach nicht packen. Es ist mit Steuerknüppel und zwei Buttons noch wesentlich schwerer als mit dem Controller. Aber es hat einfach was. Ich weiß nicht, was es hat, aber es ist toll. Ich habe es auf dem C64er damals mit dem Joystick gespielt. Mhm. Und ja, das Spiel ist nicht einfach nur schwer, es ist unmenschlich. Okay. Ja, das hat sich bei Super Golden Ghosts, Golden Ghosts, ach, egal wie man es nennen möchte, auch nicht unbedingt verändert. Also das war auch für europäische Verhältnisse und hier in Europa war es ja meistens so, dass man die Spiele, die in Japan oder in den USA noch schwierig war, mit einem leichteren Schwierigkeitsgrad versehen hat, weil man den Europäern ja nichts zugetraut hat. Das war auch in der europäischen Version damals noch schweineschwer.
Und ja, das da muss man einfach Lust auf Frust haben, um dieses Spiel durchzupacken, glaube ich. Ja, und das ist bei mir jetzt nicht so häufig vorhanden, deswegen, ich werde es vielleicht mal kurz anspielen, aber dann lassen. Super Mario Kart haben wir eben schon geredet. Super Mario World haben wir auch schon angesprochen, ist natürlich ein absoluter Klassiker. Auch sehr gut gealtert, habe ich ja auch beim Super Nintendo dabei und kann man auch heute noch genauso spielen wie damals. Die Mario-Spiele, die sind einfach zeitlos, oder? Ja, natürlich. Mario geht halt immer. Ich glaube, wir haben es auch woanders schon mal gesagt. Du kannst selbst irgendeine Person, die Nintendo aus irgendwelchen Gründen abgrundtief verabscheut, hinsetzen und sagen, hier, Mario, egal, wird eine Runde gespielt, oder? Ja, definitiv, so sieht's aus. Super Mario RPG, Legends of the Seven Stars, ein weiteres Highlight der Spiele, das ich nie gespielt habe. Kannst du mir vielleicht was zu erzählen? War ja, glaube ich, das erste Mario RPG, ne? Genau, noch von Squaresoft, und da waren die gerade auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es vor oder nach Final Fantasy 3, 6, wie auch immer, rauskam, aber da hast du halt irgendwie Square auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, wo die mit Nintendo auch noch befreundet waren. Ganz groß. Und war auch das erste Mal gewesen, dass Mario so etwas wie einen Charakter bekommen hat. Und auch Bowser und all die anderen Leute, weil das waren ja vorher, waren das ja mehr oder minder nur so Schablonen, wenn du so willst. Du wusstest zwar, wer die sind, wer der Held war, wer der Bösewicht und so weiter und so fort. Aber da so richtig mit Charakter und mit einer sehr schönen Story eigentlich sogar schon. Und der Startpunkt von dem, was später gekommen ist. Also so Sachen wie die Paper Mario Reihe oder halt diese Superstar Mario Spiele auf dem, auf dem 3DS und so. Die haben alle da ihren Ursprung. Also ist ein sehr schönes Spiel, da kannst du dich auf was freuen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Dann haben wir noch Super Metroid, ist ähnlich wie die Castlevania-Reihe und man nennt es ja nicht umsonst Metroidvania, diese Spiele-Art für Leute, die ja Hardcore-Gamer sind. Also hast du dich jemals mit Metroid anfreunden können? Ja, aber sicher doch, Metroid finde ich super. Ich habe Metroid 1 habe ich versucht zu spielen auf dem, damals noch auf dem NES bei meiner toller Freundin. Toller Soundtrack. Großartiger Soundtrack, allerdings nach heutigen Maßstäben, sorry, nicht so gut, ich würde es nicht mehr anpacken. Es gibt zum Glück ein relativ gutes Remake, das gab es noch auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Metroid Zero heißt das da, oder halt in meinem Fall dann auf der Wii U gespielt, auf der Virtual Console. Macht wesentlich mehr Spaß, vor allen Dingen, weil du eine Kartenfunktion hast. Da macht das richtig Bock. Dann Metroid 2 gab es ja dann eine ganze Zeit lang nur für den Game Boy. Furchtbar. Ich bin durchgedreht mit dem Scheißding. Durchgedreht. Weil da sieht alles gleich aus. Du kannst dich ja nichts orientieren. Das bekommt jetzt demnächst ein Remake für das 3DS. Sehr schön. Werde ich mir holen. Und dann kam halt Super Metroid. Und das ist groß. Das ist ganz erhaben. Das ist erstklassig. Ist es einfacher? Es ist einfacher vor allen Dingen, weil es eine Kartenfunktion hat. Also ich habe mich nicht rangetraut, weil ich hatte damals meine Erfahrung mit Metroid auf dem NES. Und wenn du irgendein Spiel haben willst, wo du das Gefühl der Isolation, dass du echt alleine bist in einer Welt, wo dich alles töten möchte, und du bist und nur du und dein verdammter Kampfanzug und deine Wumme sind auf diesem Planeten, das ist dann dein Spiel, genau das. Na ja gut, oder ich gehe in die Nachbarstadt, ins türkische Viertel. Von mir aus auch das, aber Super Metroid ist großartig, ganz toll. Ja, dann werde ich mich da nochmal ranwagen. Also ich habe auch nur Positives von gehört. Nur wie gesagt, bin halt jetzt nicht unbedingt der Hardcore-Gamer und war da von Anfang an so ein bisschen abgeschreckt. Außerdem haben wir Super Punch-Out. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Punch-Out auf dem NES fand ich großartig. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut auf Super Punch-Out. Ich habe es mir damals zwar nicht gekauft, habe es aber aus der Videothek ausgeliehen und mit meinem damaligen besten Freund, ich glaube schon eine ganze Nacht rumgeprügelt an dem Spiel. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was... das ist so ähnlich wie ARMS. Kein Mensch braucht ARMS und kein Mensch hat sich ARMS gekauft auf der Switch. Natürlich hat sich auch kein Mensch die Switch gekauft, das wissen wir ja. Aber es macht schon mal ab und an Spaß, so richtig eins aufs Fressbrett zu bekommen. Was? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört, ich habe gerade ARMS auf meiner Switch gespielt. Ja, nee, jedenfalls habe ich Punch-Out auf dem NES gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Punch-Out bekam auf diversen Heimcomputern noch eine Umsetzung und damit Mike Tyson Superboxing, wenn ich mich recht entsinne. Ich mag mich jetzt auch komplett irren, aber ich glaube, ich habe Punch-Out auch auf dem Computer gespielt als Mike Tyson Superboxing. Vielleicht ein Bootleg, aber auf dem NES hieß es ja offiziell Mike Tysons Punch-Out. Echt? Vielleicht dann noch so. Da war auch, das war auch der letzte, nicht auf dem Super Nintendo, auf dem Nintendo, war auch der letzte Gegner dann, also auf dem NES Mike Tyson. Guck an, na bitte, dann war es dann so. Vielleicht haben sie später nochmal re-released ohne Mike Tyson, wenn ich mich richtig erinnere, aber im Ursprung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es Mike Tysons Punch-Out.
Na gut, dann war es halt so gewesen. Ja, nee, ist ein okayes Boxerspiel. Ja, und zu guter Letzt, last but not least, Yoshi's Island, was ja den Übertitel, Untertitel Super Mario World 2 hatte, kam, wie du schon gesagt hast, relativ spät, relativ zum Ende, wenn nicht sogar als letzter großer Titel heraus und war für mich schon deswegen leider nicht mehr interessant und da muss ich zu meiner Schande gestehen, zu der damaligen Zeit habe ich auch so gedacht, ganz einfach, weil das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber man hatte schon die PlayStation 1 und war dann schon so auf diesem 3D-Hype, also dass man alles so Tomb Raider-mäßig durchlaufen konnte. Das fing ja dann da so gerade an oder wir waren gerade da in der Zeit. Und dann kam plötzlich noch Nintendo und hat mit Yoshi's Island wieder so ein klassisches 2D-Jump'n'Run veröffentlicht, wo man als damaliger Up-to-Date-Videospielzocker mit einer Next-Generation-Konsole nur noch verächtlich gelacht hat. Mag vielleicht ein Fehler gewesen sein, aber Yoshi's Island hat für mich de facto damals gar nicht mehr stattgefunden. Bei mir auch nicht mehr. Ich habe die großen Packungen gesehen. Ich glaube, das war aber auch, ich glaube, das war tatsächlich die letzte, vielleicht sogar die letzte Veröffentlichung von Nintendo für Super Nintendo gewesen. Aber ich habe es auch nicht mehr gespielt, aber dabei soll es wohl so ziemlich so die letzte große Krönung gewesen sein vom Super Nintendo. Ja, mal gucken. Also definitiv kein schlechtes Spiel. Hast du es denn nachgeholt inzwischen? Ich hab's hier, halt auch auf der Virtual Console, aber nicht wirklich Yoshi's Island. Das haben sie überraschenderweise auf der Virtual Console gar nicht herausgebracht. Es gab später ein Remake für den Game Boy Advance, für irgendeins von den Handhelds, wenn ich mich recht entsinne. Ich wollte gerade fragen, ich habe doch ein Yoshi's Island, ach so, ich habe auf dem 3DS, schaue ich gerade, Yoshi's New Island, das war dann genau. Quasi. Genau, also ich bin deswegen, ich glaube, ich habe irgendwie auch allerdings Leuten gehört, dass eigentlich Yoshi's Island aus irgendeiner Copyright-Frage eigentlich gar nicht auf dem Super Nintendo rauskommen sollte jetzt, und jetzt kommt es doch, mal gucken. Echt? Welches Copyright denn? Yoshi gehört doch Nintendo. Ja, aber irgendwie wurde es wohl von irgendwie anders programmiert und da hat wohl Nintendo nicht mehr so Zugriff auf irgendwie sowas. Naja, sind wir mal gespannt, was uns Ende September erwartet. Wir nehmen diesen Podcast jetzt Ende Juni auf. Vielleicht ändert sich bis dahin die Release-Liste ja nochmal. Also, falls ihr jetzt denkt, ah, kalter Kaffee, Yoshi's Island wurde doch schon längst ersetzt durch, durch was könnte man Yoshi's Island denn ersetzen? Yoshi's... Ja, die Yoshi's Story. War das dieses Tetris-Ding? Nee, das ist so ein sehr kindgerechtes Spiel, wo du mit den Yoshis durch die Gegend läufst und Blumen einsammelst und so ein Zeug. Im Grunde genommen einer der Vorläufer zu Yoshi's Woolly World. Weil auch die Yoshis haben ihre eigene Spielereihe, die mit Yoshi's Story anfing. Also der Hauptbeginn war da gewesen Yoshi's Island, dann kam Yoshi's Story und dann was dann so dran geklebt wurde. Okay, der Vollständigkeit halber, in Asien ist auf dem SNES Mini Classic-Gerät Earthbound 3, Kirby, Castlevania und Punch-Out nicht enthalten. Dafür bekommen die Fire Emblem, Mystery of the Emblem. Kam bei uns ja, glaube ich, nie raus. Die Fire Emblem-Reihe ist ja bei uns, glaube ich, mehr oder minder erst mit dem, vielleicht mit dem Advance, ich weiß es gar nicht. Also so richtig bekannt wurde es mir dann erst mit dem 3DS. Aber sicherlich gab es vorher schon Veröffentlichungen. Ich weiß nur nicht, ob wir die Fire Emblem-Reihe schon auf dem Super Nintendo hatten. Nee, ich glaube nicht. Das ist bei uns erst mit den Handhelds irgendwie aufgekommen. Außerdem kriegen die Panel de Pont, das sagt mir jetzt gerade nichts, Super Street Fighter 2 The New Challengers, also eine der unzähligen weiteren Street Fighter 2 Versionen. Super Formation Soccer, das hieß bei uns glaube ich einfach nur Super Soccer und war einer der Launch-Titel auf dem Super Nintendo damals, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich hier auch im Regal stehen. War ein richtig spaßiges Fußballspiel und spaßig sage ich auch deshalb, weil es war so ein bisschen arcade-lastig, es war ein bisschen einfacher und es gehört zu den wenigen Fußballspielen, die sogar ich gezockt habe. Also finde ich auch ein bisschen schade, dass das nicht auf unserer Version mit dabei ist. Außerdem bekommen die Japaner noch The Legend of the Mystical Ninja. Das wurde bei uns damals auch veröffentlicht. Das war so eine Mischung aus RPG und Jump'n'Run. Gab auch mehrere Teile. Schade, dass wir es nicht haben, aber ja, vielleicht kommt es ja in irgendeiner späteren Version vom Super Nintendo 2 oder so. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Richtig. Damit wären wir jetzt auch alle Titel durch. Ich bin sicher, wenn ihr euch eine Konsole sichern konntet oder sichern können werdet, ich meine, das Ding kommt ja immerhin erst raus, man hat ja auch noch die Chance, in den Laden zu gehen und sich dort ein bisschen rumzuprügeln, dann wird es das Geld mit auf jeden Fall wert sein. Also wir haben jetzt ja einige Titel besprochen und bei so ziemlich jedem dritten oder vierten Titel kann man sagen, dass es den Kauf der Konsole schon wert, oder? Ja, kaufen, wer es kann. Definitiv.
Ja, dann war das die Videospielunke, unsere kleine Videospielunke zum Thema SNES, zum Thema Super Nintendo, Mini, Classic, Mini, whatever, wie ihr auch immer es nennen möchtet. Wenn ihr es vorbestellt habt, wenn ihr es kaufen werdet, wenn ihr es kaufen wollt, ja, kann man nur sagen, viel Spaß damit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird sich lohnen. Und ja, wie immer bei Podcasts mit Keoma02, ihr seid es gewohnt, singt Keoma02 zum Abschluss jetzt noch einen Song. Hier kommt das Super Mario Theme in einer speziellen Interpretation im Berlin Remix, featured Keoma02. Ich glaube nicht, Mann.